Hallo liebe Freunde des guten Gameplays, ich bin's, euer Alex Pupst von DGZ, a.k.a. durchgezockt und nur noch 3 Tage, 14 Stunden, 22 Minuten und Fallout 4 kann endlich gezockt werden. Freut ihr euch genauso wie ich darauf, endlich dieses Game zocken zu können. Bis dahin könnt ihr euch ja vielleicht mal auf world111.com umschauen. Dort gibt es verschiedene Sachen zu entdecken, die euch vielleicht interessieren könnten. Ein paar Informationen generell und gleich zeige ich euch natürlich mein Unboxing von der VVK-Box von Saturn Limited Edition Vorverkaufsbox. Mal gucken, wie die aussieht und was da drin ist. Und bis dahin, ja, lege ich euch nochmal die Seite ans Herz, world111.com. Dort könnt ihr auch schon mal euren Charakter quasi die Werte verteilen, die Grundwerte. Und das Schöne ist ja, da hast du auch noch die Perks, deine Skills, dein Skillstree. Dann kannst du genau nachgucken, inwieweit das Einfluss hat auf deinen Charakter. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Liken wäre cool. Sonst würde ich sagen, kommentieren, abonnieren etc. pp. Und dann steigen wir auch gleich in das Unboxing ein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nee, vielleicht das Grüne. So, dann fangen wir doch mal hier an. Ich glaube, ich habe das richtige Messer genommen. Na, könnte mal ein bisschen sauberer sein, aber egal. Sind wir mal ein ganz Grobmotoriker. Und dann öffnen wir doch mal hier das Fallout-Paket. Ohne irgendwas zu zerschneiden. Das habe ich jetzt seit Wochen hier rumliegen. Und ich habe es mich nicht getraut oder ich kam nie dazu, das Video fertig zu machen. Und da haben wir es doch. Da haben wir mein Fallout 4 VVK Box von Saturn Limited Edition. Ich guck mal, was ist da noch drin? Werbung, Rechnung. Oh, irgendein Live-Champion. Like a Champion. Live like a Champion. Achso. Brauche ich nicht. So, dann gucken wir noch mal. So, das ist das Spiel erhältlich ab dem 10.11.2015. Die preisgekrönte Macht davon Fallout 3 und Elder Scrolls 4 und Skyrim heißen sie in der Welt von Fallout 4 willkommen. Ihren bisherigen Ambitionen spielen in der nächsten Generation des Open World Games. Ja. Erhältlich ab dem 10.11.2015. Xbox, PS4, PC-Spiel. So, ganz schön dick zusammengefasst. Gucken wir doch mal hier. Und mal gucken, was da drin ist. Hinweis, Verpackung enthält nicht das vorbestellte Spiel. Das ist aber nett von denen. Nicht geeignet für Jugendliche unter 18 Jahren. Das ist auch nett. Die 18 habe ich schon erreicht, würde ich sagen. Ne? Und dann gucken wir doch mal hier. Wie viel haben sie denn da rumgeklebt hier? Verdammt nochmal. Und da haben wir es doch. Das gibt's als Dankeschön. Und eine Box. What the fuck, mehr ist das nicht? Ich habe doch ein Spiel vorbestellt. Ich guck mal, ob da irgendwo mein Name draufsteht. Und hier habe ich das T-Shirt. Das ist Größe L. Dass das Spiel nicht da drin ist, das Vorbestellte, ist klar. Aber hätte man ja irgendwie... Ah, ich habe ein T-Shirt. Haha. Jo, ein... Ein bisschen zerknittert, ne? Hätten das auch bügeln können. Also, wirklich. Ne? Und dieses T-Shirt werde ich verlosen beim Start vom Let's Play Fallout 4. Und die Bedingungen dazu seht ihr dann unter dem ersten Let's Play. Wie wir das machen und wie wir das Ding verlosen. Ich danke dir, dass ihr eingeschaltet habt. Steht da irgendwas drauf? Nee, aber man muss also, da steht nur drauf, Fallout 4 Vorverkauf, Box inklusive T-Shirt. So, sie erhalten
pro Paket einen Lieferschein bei einer größeren Bestellung oder aufgrund. Ja. Toll. Aber es steht hier nirgendwo. Das Spiel wird dir anliegen, wahrscheinlich nochmal zugesendet. Ja, das ist. Ja, das wäre doch mal nett, wenn sie das irgendwo hinschreiben würden, oder? Ne, würde ich auch sagen. Na, wenn sie mal sagen würden, hallo. Also, aufgrund verschiedener Lieferzeiten ist es nicht möglich, dass ihre Bestellung aus mehreren, oder ist es möglich, dass die ihre Bestellung aus mehreren Paketen bestellen. Ja, dann sag doch, dass ich noch ein neues Paket kriege. Das wäre doch lieb von euch. Okay, dann gibt es nur noch wenige Stunden, Tage, bis endlich Fallout rauskommt und ich das T-Shirt. Soll ich das mit Box verlosen? Na, inklusive Box verlosen werde. Ohne Spiel. Wenn ich das Spiel noch kriege. Ich kann es kaum abwarten. Mal gucken. Also, bis dahin. Ja, das war das Unboxing. Im Hintergrund steht ja nochmal Nahaufnahmen von der Box. Und ich würde mal sagen, wie ich ja schon beim Unboxing gesagt habe, das T-Shirt, das verlose ich inklusive der Box. Details dazu zur Verlosung natürlich in meinem ersten Let's Play von Fallout 4, wie ihr das gewinnen könnt und so weiter und so fort. Das seht ihr dann in diesem Video oder in dem Video meines ersten Let's Play von Fallout 4. Und ich würde mal sagen, wie immer am Ende meiner Videos, liken, kommentieren, abonnieren. Und ich bin der Alex Butes von DGZ. Ich bin immer für euch da und schalt mal wieder ein, wenn es heißt. Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.